halt eine riesen Ehre von den Azubis, wo hier sind, dass wir zwei jetzt hier mitmachen dürfen. Es sind hochpräzise Teile, die muss man erstmal in dieser Genauigkeit fertigen können und auch eben in dieser Zeit. Mein Ziel ist schon, mindestens unter den Top 5 zu sein am Ende. Mein Name ist Fabio Kessler und ich komme von der Paul Horn GmbH. Mein Name ist Steffen Sigrist. Ich bin in der Schirn Group hier als Ausbilder im CNC-Bereich. Ich bin der Niklas Steinhauser, mache Zerspannungsmechaniker im dritten Lehrjahr. Bin jetzt bei Skills dabei. WorldSkills ist ein Berufswettbewerb. Den gibt es in vielen verschiedenen Berufen. Wir unterstützen hier CNC-Fräsen. Wir richten die deutsche Meisterschaft in CNC-Fräsen bei uns im Haus aus. Und am Schluss haben wir dann den besten deutschen Fräser. Weltmeisterschaft in Shanghai, weil ich schon ein großes Ziel, wenn das klappen könnte. Du kommst halt dann um die ganze Welt gefühlt. Der Ablauf ist so, die Kandidaten kriegen dann erstmal in ihrer Programmierzeit die Zeichnung. Die dürfen sie sich eine Viertelstunde betrachten. Und anschließend bekommen sie Zeit, um dann das Bauteil zu programmieren. Und dann gehen wir an die Maschinen und dann können sie eben die Maschinen einrichten, Werkzeuge beladen und fangen dann an zu fräsen. Das Praktische ist auf jeden Fall immer schwieriger. Also kann halt nochmal alles schief gehen und es kann gar nicht funktionieren. Ja, das Programmieren eher, weil da eher die Zeit eine Rolle spielt, wo du halt eher mitzukämpfen hast. Meistens sind die Teile so gemacht, damit du es gerade so, vielleicht auch gar nicht in der Zeit schaffst. Bewerten ist relativ einfach, die Teile werden nachher gemessen und beim Messen ist eben schön, entweder ist Maß drin oder nicht. Das heißt, sie kriegen den Punkt oder nicht und anschließend schaut sich das dann nochmal eine kleine Gruppe an und macht eine optische Bewertung. Das war schon sehr anspruchsvoll heute, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich dachte gestern noch, dass es schwieriger wird und ich nicht so weit komme. Ich finde es einfach faszinierend zu sehen, wie die jungen Kandidaten, die kommen hierher, arbeiten die ersten Male mit vielleicht auch mal mit einer CNC-Maschine und was für eine Entwicklung die wirklich in so einer kurzen Zeit machen, wie stark sie sich da wirklich weiterentwickeln und auch lernen, mit Druck umzugehen. Dass ich unter Stress arbeiten kann, habe ich schon gelernt hier bei dem Ganzen. Schon cool, dass man von 20 Leuten dabei ist, mitmachen durfte, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, weil viele Firmen, wo ich kenne, kennen das gar nicht. Der Vorentscheid lief sehr gut für mich und jetzt mal schauen, wie jetzt das Finale läuft.